Hallo liebe Monaguristen, ich sage jetzt auch nochmal einen schönen guten Tag. Das sagt ja normalerweise der Marc immer, aber der ist heute nicht da. Der ist heute anderweitig verpflichtet und deshalb ist das ganze Studio in meiner Hand. Das ganze Studio heute wird alles so gemacht, wie ich will. Und ich präsentiere euch heute von meinen Fräulein was ganz Besonderes, nämlich hier diese beiden Beanies, Lurex Kaschmir Beanie von meinen Fräulein. Die sind, wie der Name schon sagt, aus größtenteils Kaschmir, 76% Kaschmir, 17% Viskose und 7% Polyester. Sind, wie man sich schon vorstellen kann, super flauschig und weich. Ich fahre mal so mit der Kamera hier entlang, dass ihr euch nochmal so ein etwas besseres Bild von den beiden Mützen machen könnt. Also die sind durch den hohen Kaschmiranteil schon extrem weich und angenehm, das muss man schon sagen. Und Kaschmirwolle wärmt, obwohl man das ja gar nicht vermuten kann, also sich vermuten lässt, weil es ja so super dünn ist. Trotzdem unheimlich schön, die ist ja sehr dicht. Ja, das ist schon eine sehr feine Mütze für die jetzt kommende Herbst- und Winterzeit. Entweder für sich selber oder wenn man sich mal ganz beliebt machen will, als Geschenk, für vielleicht Nikolaus oder auch Weihnachten steht ja nun bald vor der Tür, bietet sich ja geradezu an. Dann hat jeder, habe ich noch gar nicht gesagt, ne, jedes Produkt hat auch immer hier diese sogenannte Sorgenpuppe dabei. Und das Ganze ist eine ganz tolle Idee, denn es gibt in Guatemala die Legende, dass wenn man am Abend vor dem Schlafengehen seine Sorgen dieser Sorgenpuppe anvertraut und die dann unter das Kopfkissen legt, dann kümmert sich die Puppe in der Nacht um die Sorgen und man kann selber ganz ruhig und entspannt schlafen und ist dann am nächsten Morgen wieder frisch und ausgeruht für das neue Tagwerk. Finde ich eine ganz süße Idee. Und die Frauen, die diese Puppen herstellen, das sind Frauen, die in ihrem Land aus unterschiedlichen Gründen diskriminiert werden und denen mein Fräulein mit der Produktion dieser Puppen eine Möglichkeit bietet, sich selbst zu versorgen. Finde ich eine sehr schöne und auch eine sehr nachhaltige Idee. Aber generell zum Thema Nachhaltigkeit haben wir hier auch noch unseren Nachhaltigkeitsexperten Linus. Der hat sich nochmal im Detail mit mein Fräulein beschäftigt. Macht dazu ein eigenes, separates Video, könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß in der kommenden Herbst-Winterzeit mit diesen super feinen Mützen von meinen Fräulein. Und jetzt sind ja auch die feinen Produkte weg. Jetzt kann der Marc auch wieder kommen, der ist ja eher so für das Gröbere zuständig. Ja, viel Spaß, bis bald. Tschüss.